Angel's Egg bewahrt das Aussehen und das Gefühl der Originalzeichnung Yoshitaka Amanos, was den Film zu einem der schönsten und lyrischsten im animierten Medium macht. Ein japanisches Buch über den Animationsfilm meinte einst, dass es sich bei diesem Film mehr um animierte Kunst als um eine Geschichte handeln würde. Amano seinerseits gab bezüglich der Gestaltung des Filmbildes zu verstehen, dass er beim Anfertigen der Zeichnung bedachtsam versucht habe, die Welt Mamoru Oshis zu visualisieren und deutete gleichfalls an, dass der Film aufgrund der Ideen, auf welche er rekurriere, mehr ein Werk Oshis als seiner selbst sei. Dementsprechend verbildlicht Angel's Egg auch viele der visuellen Elemente, die für Oshis Filme charakteristisch sind. Ruinen und verfallende Städte, Vögel und Federn, schwere militärische Maschinerie und verwendet ferner Zitate sowie Anspielungen, beispielsweise auf die Bibel oder auf westliche Mythologie. Mit dem Film Urusei Yatsura, Beautiful Dreamer, begann Oshi damit, solche Elemente in seine Werke zu integrieren und führte sodann Motive in Angel's Egg ein, die auch in vielen seiner späteren Arbeiten noch präsent sein sollten. Abgesehen davon, dass Angel's Egg eine Kollaboration zwischen zwei sehr talentierten Individuen war, ist der Film vor allem dafür bekannt, dass er außergewöhnlich schwer zu verstehen sei. Oshi selbst meinte, dass er nicht wisse, was der Film bedeute. Ähnlich äußerte sich Amano, der angab, dass der Film eher eine private Geschichte erzähle und er denke, dass es beinahe unmöglich sei, ihn zu verstehen. Weshalb es für das Publikum besser sei, ihn für seine visuellen Bilder und weniger für seine Geschichte zu sehen. Oshis Weigerung, die Bedeutung des Filmbildes zu kommentieren, ist jedoch sinnbildlich für sein generelles Vorgehen bei der Realisierung seiner Filme. Er sagte einst: "Letzten Endes denke ich, dass der Direktor nicht alles über den Film weiß. Jeder meint immer, wenn man etwas wissen möchte, muss man mit dem Direktor sprechen. Ich denke, das ist nicht wahr. Meines Erachtens liegt die Antwort in jedem einzelnen Zuschauer." Diese letzte Aussage Oshis legt nahe, dass im Sinne der Rezeptionsästhetik jeder Betrachter seine eigene Perspektive und Auslegung des Films zu erbringen habe, impliziert jedoch gleichzeitig auch, dass jeder Betrachtende gleichfalls jede Interpretation eines anderen annehmen, sie aber auch verwerfen kann. Folglich ist meine Person etwas skeptisch verschiedenen Deutungen gegenüber, etwa der, dass der Film eine Warnung vor dem Übel der Überfischung im modernen Japan sei. Eine andere Auslegung, die im Zerstören des Eis durch den Soldaten mit seiner phallischen, an ein Kreuz mahnenden Waffe ein Sinnbild für die Entjungferung des Mädchens und somit für dessen Erwachsenwerdung sieht, da ihm, dem Mädchen, seine Unschuld und sein Glaube durch den Soldaten genommen werden würden, scheint zwar ebenfalls etwas nebulös zu sein, ist jedoch meines Erachtens leichter aus den Szenen des Films zu entlehnen als die Problematik der Überfischung. Oshi und Amanos widersprüchliche Aussagen über die mögliche Bedeutung, welche im Film zu finden ist, gerade aus Oshis verweigernder Haltung heraus und Amanos Hinweis auf einen persönlichen Hintergrund, weisen aber ihrerseits durchaus auf einen in Tenji no Tamago enthaltenen Sinn und folglich auch auf denkbare Interpretationen hin. Auch sind nicht alle Überlegungen, die zu diesem Film formuliert wurden, derart sperrig, wie es bei den beiden bereits erwähnten der Fall sein mag. Und somit vermag es, die ein oder andere Idee, und besser noch Feststellung, zwar niemals wirklich verifizierbar, jedoch durchaus imstande zu sein, ein besseres Verständnis etwa über die religiösen Hintergründe von Angel's Egg zu bieten. Zwei Videos, die einen ersten Überblick einerseits über Mamoru Oshii und andererseits über seinen Film Angel's Egg vermitteln, sind in der Videobeschreibung verlinkt, werden hier aber nicht weiter thematisiert werden. Religiöse Referenzen in Animes sind häufig oberflächlich und werden allzu oft lediglich dafür genutzt, dem jeweiligen Werk eine exotische und mysteriöse Note zu verleihen, die allerdings außer diesem Effekt keinen inhaltlichen Mehrwert bietet. Oshi andererseits verwendet religiöse Motive in einem weitaus bedeutungsvolleren Zusammenhang. Dass seine religiösen Bezüge sich ernsthaft mit den Grundproblematiken religiöser Fragen auseinandersetzen und auch deren Wirken erkunden, ist nicht verwunderlich für einen Mann, der einst in Erwägung zog, ein Priesterseminar zu belegen. Zeichner und Oshi-Mitarbeiter Jan Scott Fraser sagte, sich einer Konversation, die er mit Oshi über den Gegenstand der Religion hatte, erinnernd: "Er, Oshi, kenne das Christentum besser, als es die meisten Christen tun. Er weiß, was die christliche Symbolik bedeutet. Er ist nicht nur mit den Konturen des Dogmas vertraut, sondern kennt gleichfalls alle Aspekte bis hin zu ihrem jeweiligen Ursprung." Hieraus kann geschlussfolgert werden, dass die religiöse Metaphorik in Oshis Film nicht nur bloßer Zierat, sondern stattdessen gedacht ist,
um eine jeweils spezielle Bedeutung zu überliefern. Was es Oshi denn auch ermöglicht, Fragen der menschlichen Existenz aus religiösen und philosophischen Diskursen heraus in seine Werke einzubinden und dem gewillten Publikum so einen breiteren Zugang zum Gezeigten, aber auch zum eigenen Sein darzulegen. Carl Gustav Horn, Anime-Kritiker und regelmäßiger Verfasser von Texten, die sich mit Oshis Film auseinandersetzen, meinte hierzu: Ich denke, die Verwendung von jüdisch-christlicher Ethik ist eine Art intellektuelles Instrument, um bohrende Existenzfragen zu stellen. Dies ist für sehr viele Japaner faszinierend, da sie eine Möglichkeit bildet, aus den gewohnten Denkmustern auszubrechen und jene Art von Absolutheit zu finden, die in ihrem normalen Leben nicht existent ist. Bei einer genaueren Betrachtung von Oshis Angel's Egg ist auszumachen, dass der Film, obwohl er fast ausschließlich eine christliche Symbolik verwendet, dass seine Aussagen über den Glauben einer sehr buddhistischen Sichtweise entstammen. Gerade in Bezug auf die Begriffe Leere und Nichts, die hier positiv besetzt sind und über die und deren Hintergrund in diesem Video noch gesprochen werden wird. Bezüge auf die christliche Mythologie unter Blickwinkeln buddhistischer Grundvoraussetzungen erscheinen für Mamoru Oshii nicht unüblich zu sein, was bereits an der nämlichen Verwendung in Ghost in the Shell belegbar ist. Die dortige Motivik steht in einer engen Beziehung zum 13. Kapitel des ersten Briefs an die Korinther, welches lautet: Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Dieses Zitat wird an dieser Stelle in Ghost in the Shell nicht dazu verwendet, um eine christliche Sicht auf eine individuelle Identität zu bekräftigen, sondern deutet hier das 13. Kapitel des ersten Briefs an die Korinther aus einer buddhistischen Perspektive. Was sich in den Aussagen des Puppet Masters bahnbricht, dass sich alle Dinge wandeln und dass es für Kusanagi an der Zeit ist, ein Teil von allem zu werden. In nur einer Generation kam der Buddhismus im 6. Jahrhundert nach Christus über Korea nach Japan. Durch sein Nahverhältnis zu chinesischen Vorbildern wurde das buddhistische Dharma zur Staatsreligion. Allerdings war es ein schwieriges Unterfangen, die Masse der japanischen Shinto-Gläubigen zu bekehren. Doch die schleichende Konvergenz von Buddhismus und Shintoismus bewerkstelligte bis ins 8. Jahrhundert auch diese Herausforderung. Zwei große Perioden buddhistischer Aktivität folgten in den Kaiserstädten Nara und Kyoto. So wie die Künste in beiden Städten von China inspiriert wurden, kamen auch die chinesischen Denkschulen nach Japan. Zwischen dem 8. und dem 12. Jahrhundert entstanden vier bedeutende Schulen. Paradoxerweise war es der Aufstieg des militärischen Shogunats im 12. Jahrhundert, welcher dem Zen, Japans berühmtester Religionskultur, zu seiner Etablierung verhalf. Im späten 19. Jahrhundert trennten sich Buddhismus und Shintoismus formell, und der Buddhismus verlor an Bedeutung. Der staatliche Shintoismus mit seinem gottgleichen Kaiser befand sich um 1930 auf seinem Höhepunkt, verlor jedoch 1945 seine Vorrangstellung. Parallel erlebte der Buddhismus eine deutliche Renaissance. Die Nachkriegswirre förderte kleine buddhistische Sekten und die Philosophie der Kyoto-Schule präsentierte den Zen in einer neuen, zeitgemäßen Interpretation. Zu jener Kyoto-Schule zählt ebenfalls Keiji Nishitani, welcher einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts war und dessen Werk »Was ist Religion?« welches zu den Grundtexten eben dieses Jahrhunderts gehört, wie es im Vorwort der deutschen Ausgabe heißt, bevor dort ergänzt wird: Da dieses Werk mit der kennzeichnenden Verspätung von 20 Jahren in Europa erscheint, kann das bereits angemerkt werden, im Folgenden noch vertiefend in diesem Video betrachtet werden wird. Einer der zentralsten Punkte von Was ist Religion ist die Beziehung von Leere und Nichts zur menschlichen Existenz, zum menschlichen Glauben. Hier jedoch macht das Buch ebenfalls schon im Vorwort mit aller Nachdrücklichkeit deutlich, dass es gravierende Unterschiede zwischen dem westlichen und dem japanischen Verständnis der eigenen Religion und deren Existenzbegründung gibt. Eine Unterscheidung, die nicht nur für das Verstehen von Oshis Angel's Egg unumgänglich zu sein scheint, sondern generell für Auslegung von Animes berücksichtigt werden sollte, die sich mit Existenzialismus und oder Nihilismus beschäftigen. Die Idee des Seins, heißt es bei Yoshinori Takeuchi, einem der führenden Philosophen der Kyoto-Schule, ist,
der archimedische Punkt westlichen Denkens. Nicht allein Philosophie und Theologie, die gesamte Überlieferung der abendländischen Zivilisation dreht sich um diesen Punkt. Im Denken des Ostens und des Buddhismus ist das anders. Der zentrale Begriff, von dem Asiens religiöse Intuition, sein Glaube, wie sein philosophisches Denken ausgeht, ist der Gedanke des Nichts. Hatte Kitaro Nishida seine Idee des absoluten Nichts so weit wie möglich in Korrespondenz zu europäischen Gedanken artikuliert, sieht Keiji Nishitani es vor, sie beim buddhistischen Namen zu nennen, Sunyata-Lehre. Und er zeigt auf, wie auch im Osten dieser Grundgedanke der Lehre aus den Erfahrungen und Untersuchungen der Nichtigkeit zutage trat, die der Condition humaine zugrunde liegt. Dementsprechend heißt es im ersten Kapitel von Nishitanis Werk, angesichts des Todes zum Beispiel, wenn unser Sein als solches sich scharf vor dem Hintergrund des Nichts abzeichnet und Fragen auftauchen wie, wozu habe ich überhaupt gelebt, woher komme ich und wohin gehe ich? Dann gähnt eine Leere, die sich durch nichts in der Welt füllen lässt. Ein Abgrund tut sich im Grund unserer Existenz auf. Angesichts dieses Abgrunds taugen die Dinge nichts mehr, die bisher die Inhalte unseres Lebens ausgemacht haben. Dieser Abgrund liegt indes eigentlich immer schon unserer Existenz zugrunde. Der Tod zum Beispiel ist nicht etwas, dem wir vielleicht in ferner Zukunft begegnen. Auf Schritt und Tritt begegnet unser Leben dem Tod. Immer schon steht es mit einem Fuß im Reich des Todes. Stets am Rande eines Abgrunds kann es in einem Nu zunichte werden. Unser Dasein ist eigentlich zusammen mit Nichtsein entstandenes Sein. Das heißt, unsere Existenz ist eine flüchtige Existenz. Dieses Nichts macht den Sinn des Lebens sinnlos. Dass wir uns also selbst zu einer Frage werden und nach dem Wozu unserer Existenz fragen, zeigt an, dass das Nichts vom Grund unseres Seins her aufgetaucht ist und dass wir von daher dazu getrieben werden, dass sich unser Dasein für uns selber in ein Fragezeichen verwandelt. Das Auftauchen dieses Nichts ist nichts anderes als die Vertiefung des Gewahrwerdens unseres eigenen Seins, welches gewöhnlich keine solche Tiefe erreicht. Gewöhnlich bewegen wir uns unaufhörlich vorwärts, den Blick auf das eine oder andere gerichtet. Immer sind wir mit etwas in uns oder außerhalb von uns beschäftigt. Und dieses Beschäftigtsein steht jenem Gewahrwerden im Weg, von dem wir gerade gesprochen haben. Es verstellt uns die Möglichkeit, dass jener Horizont sich auftut, innerhalb dessen wir aus unserem Dasein eine Frage werden lassen können. Dieses Nichts negiert für Nishitani somit nicht nur die Sinnhaftigkeit menschlichen Lebens, sondern begründet gerade in diesem Sinn verneinenden Denken den Ursprung des Buddhismus. Dass Mamoru Oshii, wie bereits gesagt, christliche Symbolik unter buddhistischen Vorzeichen in Angel's Egg einsetzt, um dem Publikum Bedeutungsebenen abseits des Gezeigten zu eröffnen, ist ganz im Verständnis, welches Nishitani von Religion hat. Denn in Was ist Religion äußert er sich wie folgt: Eigentlichkeit und Ursprünglichkeit eines jeden Denkens erweisen und bewähren sich erst in einer unbedingten Offenheit. Auch in der Begegnung der Religionen ist Universalität ein entscheidendes Kriterium. Die Begegnung ist nur dann wahr, wenn jede Religion bereit ist, auf den Anruf der Wahrheit in der anderen zu hören. Jede Religion wird von der anderen Religion in ihrem Wesen herausgefordert, aus den verhärteten Vorstellungen ihrer jeweiligen Tradition. Damit entfremden die Religionen sich nicht ihren Ursprüngen. Offenheit ist nicht Verrat, sondern Bewahrheitung und Bewährung des eigenen Wesens. Je tiefer man in die Abgründe der eigenen Religion eindringt, desto näher findet man sich den Tiefen der anderen Religion. In ähnlicher Weise verfährt Amano, der in Angel's Egg, wie in vielen anderen Projekten, in welchen er seine einzigartige Arbeitsweise behauptete, auf eine faszinierende Weise keltische und östliche Mythologien aufeinandertreffen lässt und hierdurch gleichzeitig ein besonderes atmosphärisches Umfeld schafft. Zu jenen Schattenfischen in diesem Film, Tenshi no Tamago, lässt sich nicht nur über den christlichen Bezug auf Fische und ihre Bedeutung für diese Religion, sondern ebenfalls auch über den Verweis auf die keltischen Glaubensvorstellungen ein gewisser Mehrwert aus dem Gezeigten extrahieren. Denn in der keltischen Mythologie findet sich ein Fisch in einer gänzlich anderen Bedeutung, als man sie von der christlichen Tradition kennt. Kessir war die Tochter von Bys, Sohn des Noah und einer der frühesten Ankömmlinge in Irland. In ihrer Geschichte wurden irische und hebräische Überlieferungen von den Mönchen gemischt,
die andeuteten, dass die ersten Siedler Irland vor der Sintflut erreicht hätten. Obwohl Bif ein Platz in der Arche verweigert worden war, hatte er das Glück, dass ein Gott ihm riet, sein eigenes Schiff zu bauen. Sie segelten 7 Jahre lang und erreichten schließlich Irland, wo Kessir Fintan heiratete. Als die steigenden Fluten das Land verschlangen, rettete sich Fintan, indem er sich in einen Lachs verwandelte. Der Rest von Bifs Familie ertrank. Worauf, nach der Überlieferung jener Mönche, die als erste die irischen Sagen niederschrieben und hierbei wohl den ursprünglichen Mythos abänderten, um eine Verbindung zu Noahs Nachkommen herzustellen, Fintan, der Salm der Weisheit, in Nechtans Quelle der Inspiration schwimmt, über der die Nüsse der Weisheit hängen. Fintan erlangte seine Weisheit, indem er die ins Wasser fallenden und Blasen der Inspiration werfenden Nüsse verschlang. In der Hoffnung, höchste Weisheit zu erlangen, fing Finnegas den Salm der Weisheit und gab ihn dem jungen Finn McCool, damit er ihn kochte. Finn verbrannte sich an dem Fisch die Finger und leckte an der Wunde. Als Finnegas nun erkannte, dass es seinem Schüler Finn bestimmt war, die Weisheit zu erlangen, überließ er ihm großzügig den ganzen Fisch. Diese Vorstellung fang durchaus das ein, was die Fischer in Angel's Egg sich wohl vom Fang des Fisches versprechen, den sie so vergeblich zu fangen versuchen. Dass mich persönlich der Fisch an einen Quastenflosser denken lässt, ein lebendes Fossil, könnte durchaus auch etwas darüber, wie in diesem Anime das Glauben an etwas von Uschi bzw. von Amano visualisiert wurde, sagen. Vor allem jedoch die christliche Metaphorik, die in Angel's Egg verwandt wurde, öffnete einer Unzahl von Spekulationen Tür und Tor. Die symbolischen Motive eben jenes gigantischen Schattenfischs, des Baum des Lebens, der Taube, der mit Glasmalereien verzierten Fenster der Kathedrale, der kreuzförmigen Waffe, welche der Soldat mit sich herumträgt, und vor allem die Referenzen an Noahs Arche und die Sintflut hatten zahlreiche und sehr unterschiedliche Deutungen der verschiedensten Kritiker und Kommentatoren zufolge. Der Film vermittelt diese religiöse Symbolik permanent, nicht nur durch Objekte, sondern auch durch Körperhaltung und Gesten. Was besonders an den statuenhaften Posen offensichtlich wird, welche stark an traditionelle christliche Skulpturen erinnern und von den Protagonisten an verbindenden Stellen der Geschichte eingenommen werden, etwa im rituell wirkenden Erbrechen des Eis und im karthatischen, taufgleichen Eintauchen des Mädchens ins Wasser an 2 zentralen Stellen des Films. Auch stellt sich die Frage, was der Engel, der im Titel des Animes benannt wird, bezeichnet. Denn er könnte entweder auf das Mädchen oder aber auf den Inhalt des Eis verweisen. Das ebenfalls im Filmtitel erwähnte Ei spielt eine Schlüsselrolle im japanischen Schöpfungsmythos, dem Nihongi, eine der 2 offiziellen Aufzeichnungen, die von der antiken Geschichte Japans berichtet. Am Anfang der Welt, als Himmel und Erde noch nicht getrennt waren, formte sich eine chaotische Masse, die einem Ei glich, mit undeutlich zu bestimmenden Grenzen und den Keim des Ursprungs in sich tragend. Die Legende vergleicht diese wabernde Masse, aus der sich das Universum formen sollte, daher mit einem Ei. Dieses eigleiche Vorgängeruniversum kann als etwas Unreines und Unerwünschtes betrachtet werden. In diesem Kontext markiert das Ei ein Übergangsstadium, welches hinter sich zu bringen ist, und zwar so schnell wie möglich, um hierauf das Eigentliche zu erreichen. Dieser mythologische Hintergrund könnte erklären, warum der Soldat in Angel's Egg so bereitwillig ist, das Ei zu zerschlagen und zu sehen, was in ihm ruht. Das Ei ist nicht wichtig für das, was es ist, sondern für das, was es werden wird. Um an dieser Stelle noch einmal auf Keiji Nishitani und seine Darlegungen in Was ist Religion und somit auch auf die Denkmuster des Buddhismus zurückzukommen, könnte auch mit dem Zerschlagen des Eis und dessen Inhalt bzw. dessen Lehre die Selbstgewahrwerdung des Mädchens beginnen, die sich in der Erwachsenwerdung des Mädchens durch den Verlust ihrer Unschuld und ihres Glaubens zeigt. Die sich in der Selbstreflexion des eigenen angesichts der Vergänglichkeit und der mangelnden Möglichkeit, etwas Bleibendes zu schaffen, begründet und sie sodann heranreifen lässt. Allerdings lassen sich christliche Referenzen an eben dieser Stelle auch keineswegs leugnen. Am Beginn des Films sieht man zuerst eine Pflanze mit einem Ei, in dem ein vogelähnliches Geschöpf schlummert. Am Ende von Tenshi no Tamago überragt eine solche Pflanze die Arche, welche im Film zuvor noch nicht überwuchert worden war. Nachdem das Ei durch den Eingriff des Soldaten brach und das Mädchen in den Abgrund stürzte,
worauf es zu einer erwachsenen Frau heranreifte, und ihr Odem, man denke daran, wie Gott in der Genesis dem Menschen Leben einhauchte, in Form von Luftblasen an die Wasseroberfläche steigt und dort sich in der Gestalt von Eiern zeigt, sind in der darauffolgenden Einstellung auf einmal drei solcher eiertragenden Pflanzen auszumachen und sodann weitere. Im christlichen Glauben wurden Eier schon vor Hunderten von Jahren mit Ostern assoziiert, da sie ein Sinnbild dafür sind, wie etwas Lebendiges aus einem vorab leblos erscheinenden Ursprung entstehen kann. Was wie gesagt ein Verweis auf die Schöpfung des Menschen ist. Eier sind somit als Symbol für die Wiedergeburt und auch für die Wiederauferstehung Christi in Zeremonien des Christentums mindestens seit dem Mittelalter verwandt worden. Als es noch üblich war, in der Osterliturgie ein gefärbtes Ei auf Darstellung des Grabs Christi zu platzieren. Irgendwie muss ich bei der Konstellation der beiden Protagonisten, gerade durch ihre doch sehr von geschlechtlichen Rollenklischees determinierten Ausrichtungen, an Adam und Eva denken. Aber verkomplizieren wir hier alles nicht noch unnötig. An dieser Stelle in Angel's Egg scheidet das zur Frau gewordene Mädchen im Wasser wohlweislich aus dem Leben und ist alsdann unter den betenden Statuen, die sich auf dem sich aus dem Wasser hinanhebenden Flugobjekt befinden, auszumachen. Allerdings ist das versteinerte Abbild, welches nun sichtbar wird, das des jungen Mädchens, und zwar als einzig sitzende Statue, die das Ei in beiden Händen vor sich hält und nun so auf ihren Knien ruht, als wäre es ein geweihter Gegenstand, was seinerseits abermals an die traditionellen christlichen Skulpturen erinnert. Erst hier erreichen wir den eigentlichen Punkt, welchen ich mit diesem Video adressieren wollte, nämlich die biblische Referenz aus dem Buch der Genesis, die von der Sintflut spricht, die das Werk der Menschen zerstört. In Angel's Egg werden an dieser Stelle, und ich beziehe mich hier aufgrund der weiten Verbreitung auf die Luther-Übersetzung der Bibel, trotz der teils fehlerhaften Übertragung, einzelne Verse aus dem Buch der Genesis zitiert. Ab etwa der 44. Minute berichtet der Soldat dem Mädchen von der Sintflut und von Noah und verwendet hierfür folgende Passagen der Genesis. Genesis 6,7: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen und von der Erde, vom Menschen an, bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Genesis 7.4 Denn von heute an, in 7 Tagen, will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von den Erdböden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Genesis 7.10 Und als ich die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. An diesem Tag brachen alle Brunnen der größten Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Genesis 7,18 Und die Arche fuhr auf den Wassern. Genesis 7,21 Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was sich wimmelte auf Erden und allen Menschen. Genesis 7,23 Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Genesis 8,8 Danach ließ er die Tauben ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. Genesis 8,12 Aber er verharrte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm zurück. Trotz der Auslassung mancher Verse zitiert der Soldat hier den exakten Wortlaut des Bibeltextes und dies auch in der akkuraten Reihenfolge. Bevor er diese biblische Erzählung rezitiert, gesteht der Soldat ein, dass er nicht weiß, wer er ist und woher er stammt. Nachdem er von Noah und der Arche sprach, schildert er ein alternatives Ende der Geschichte und weicht somit von den ursprünglichen Bibelversen der Genesis ab. In dieser Erzählung berichtet er davon, wie die Überlebenden der Flut eine Ewigkeit ziel- und planlos umhertreiben, bis sie allesamt nach und nach ihr ehemaliges Leben vergessen haben. Er meint, dass wohl jeder aus dem Traum von irgendjemand anderem stamme, dass nichts wahrhaft als fühlbare, unabhängige Entität existent sei und selbst der erträumte Vogel, an welchen er sich so lebhaft erinnere, nicht wirklich bestanden habe. Das kleine Mädchen indes erklärt unbeirrbar, dass der fragliche Vogel existiere und führt den Soldaten in einen anderen Teil des Gebäudes, in dem tatsächlich ein versteinertes Skelett eines monumentalen Vogels befindlich ist. Der genaue Wortlaut, den der Soldat nach dem zitierten Bibeltext ergänzt, lautet, ins Deutsche übertragen: Wo landete der Vogel? Oder vielleicht,
wurde er schwächer und vom Wasser verschluckt. Niemand konnte es sagen. So warteten die Leute auf seine Rückkehr und warteten und wurden dem Warten überdrüssig. Sie vergaßen, dass sie den Vogel freigelassen hatten und vergaßen sogar, dass es einen Vogel gegeben hatte und die Welt unter Wasser begraben war. Sie vergaßen vor so langer Zeit, woher sie kamen, wie lange sie dort waren und wohin sie gingen, dass das Tier zu Stein geworden war. Den Vogel, den ich sah, ich kann mich nicht einmal erinnern, wo und wann. Es ist so lange her. Vielleicht war es ein Traum. Vielleicht existieren du und ich und die Fische nur in den Erinnerungen einer Person, die vergangen ist. Vielleicht existiert niemand wirklich und draußen regnet es allein. Vielleicht existierte der Vogel niemals. Worauf das Mädchen erwidert, er existiert. Er ist dort. Nachdem der Soldat hiervon gesprochen hat, beginnt der Regen, der zuvor nur sachte nieselte, damit ernsthaft hinabzustürzen und die Stadt zu fluten. Diese Parallelisierung der biblischen Geschichte mit den Geschehnissen im Film wirkt beinahe so, als wolle der Film die Sintflut neuerlich umsetzen. Während das Wasser steigt, stehen die Fischersleute, welche umsonst beherzt versuchten, den Fisch zu fangen, unbeweglich da, widerwillig oder nicht dazu fähig, einen höheren Standpunkt einzunehmen. In den Fischern hat Uschi nicht nur das blinde Vertrauen in Religion und deren Heilsversprechen eingefangen, ihren Glauben daran, dass sie, die Fischer, imstande sind, ungeachtet ihrer andauernden Fehlversuche den Fisch zu fangen, sondern auch den mit diesen Vorstellungen verknüpften Fatalismus, welcher aufgrund der Überzeugung, dass sich nichts ändern ließe, was nicht ehedem schon bestimmt sei, die Männer in ihr Verderben zwingt. Dass hier in Angel's Egg auf eine Fluterzählung zurückgegriffen wird, wie es sie schon vor den biblischen Abfassungen gab, man denke nur an das Gilgamesch-Epos, bringt das Element der Apokalypse in diesem Film mit ein und somit die Vorstellung der Vernichtung der Welt, welche eine Idee ist, die Japan vom christlichen Westen übernommen hat. Dass diese Zitate den eigentlichen biblischen Text auf seinen rudimentären Inhalt verkürzen, ist für die Aussage des Films weniger wichtig als das alternative Ende. Da diese Verknappung wohl lediglich auf die Adaption des Stoffes ins Medium Film zurückzuführen ist, hier jedoch keinerlei gravierende Änderungen vollzogen werden. In der christlichen Vorlage öffnet Noah das Dach der Arche, nachdem die Taube ausblieb, sah, dass der Erdboden trocken war und erhält sodann von Gott die Anweisung: Gehe aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir, alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, allen Vögeln, allen Vieh, allem Gewürm, das auf der Erde kriecht, das gehe heraus mit dir, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar sein und sich mehren auf Erden. Was in der Genesis dann auch geschieht und Noah sodann für seinen Gott ein Altar baut, auf welchem er diesem Brandopfer darbietet, worauf in der Bibel zu lesen ist: Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Der zentrale Unterschied der biblischen Variante entgegen der Mamoru Oshis ist der Umstand, dass im Anime, nachdem der Vogel nicht zurückkehrt, Gott stumm bleibt. Und die in der Arche Harrenden sodann in ihrer unwissenden Unsicherheit das Schiff nicht verlassen. Somit greift das Gesagte des Soldaten das Verhängnis von religiösem Fatalismus auf und verdeutlicht noch einmal, was der Anime ebenfalls an den schattenfischjagenden Fischern, die nicht der Flut entrinnen wollen, bereits verbildlichte. Das Warten der Fischer auf den Fang, das Harren des Mädchens auf das Schlüpfen des Eis, das Zurückbleiben in der Arche in der Geschichte des Soldaten, haben allesamt etwas gemeinsam. Ihnen gemein ist ein Ausharren auf ein außerkörperliches Ereignis, welches sie aus ihrem momentanen Dasein erlösen würde. Dass der Soldat handelt und aus sich selbst getrieben das Ei zerbricht, um herauszufinden, was es enthält, ist wie gesagt ein Verweis auf das Nihongi und die Entstehungsgeschichte Japans bzw. der Welt aus dem Nichts heraus. Aber diese Handlung weicht auch vom wartenden Gebaren aller anderen in diesem Anime erwähnten Menschen ab. Um es mit Nishitani zu sagen, der ja alles auf das Erkennen des eigenen Vergehen und der dadurch folgenden Negation von Sinnhaftigkeit des individuellen Seins zurückführte,
was bei ihm aber keinesfalls fatalistisch resignierend, sondern vielmehr selbstfokussierend gemeint ist, wird dem Mädchen durch das Erbrechen des Eis nicht nur seine Unschuld, sondern damit einhergehend gleichfalls seine wartende Haltung genommen. Und es übernimmt eine handelnde, selbstbestimmte Rolle, die es neuerlich ins taufende Wasser führt, aus welchem sich das Mehren des Lebens in dieser öden Welt hierauf vollzieht. Über diese hier stattfindende Gewahrwerdung des Selbst und der eigenen Gedankenwelt, die sich im Verhältnis des Mädchen und des Eis auftut, verweist der Film von Beginn an nicht nur vermittels seines Titels Angel's Egg, sondern auch vermittelt seiner Bildsprache auf den zentralen Konflikt des Animes, der in der Erkenntnis und dem Gegeneinanderstellen von eigenem und fremdem Verständnis von etwas liegt. Wie gesagt, meinte Nishitani hierzu, je tiefer man in die Abgründe der eigenen Religion eindringt, desto näher findet man sich den Tiefen der anderen Religion. Während das Mädchen so zu einem Teil der kollektiven Maschinerie wurde und so dann mit dieser emporsteigt, verweilt der Soldat als der Suchende und sich selbst und anderes Hinterfragende, der er ist, zurück in der Welt. Inwieweit hier theistische oder atheistische Verhaltens- und Denkweisen gezeigt werden, müssen die Betrachtenden für sich selbst ausmachen, da in diesen letzten Filmszenen beides simultan nebeneinander existent ist. Einzelne Interpreten verwiesen darauf, dass der Soldat eine Jesus-gleiche Figuration sei, was sie auf die kreuzförmige Waffe und seine bandagierten Hände kurz bevor er das Ei zerbricht stützen. Und in diesem Sinne wäre er es, der die Last und Bürde auf sich nimmt und zurückbleibt, während das Mädchen entrückt wird. Jedoch fungiert der Soldat in dieser Szene gleichfalls als vermeintlicher Lichtbringer, der das Mädchen dazu verleiten möchte, den Weg ihres Glaubens zu verlassen und den Weg der Erkenntnis zu wählen. Dass sie allerdings am Ende himmelwärts hinansteigt mit ihrem Ei in einer gewissermaßen zeremoniell erscheinenden Körperhaltung, zeigt ihr Beharren auf die eigenen Glaubensvorstellungen. Ein Verhalten, das sie mit dem Festhalten an der Existenz des Vogels bereits im Anschluss an die biblisch variierte Geschichte, die erzählt wurde, gezeigt hat. Was dem Soldaten an dieser Stelle ebenso den Zug eines scheiternden, infernalischen Verführers verleiht. Am Ende dieses Videos, in dem vielerlei Dinge formuliert und fabuliert worden sind, die jeweils für sich das individuelle Verständnis des Filmes verschleiern, aber auch enthüllen können, bleibt es mir nur noch übrig zu sagen, dass all diese erwähnten Überlegungen zumindest in Ansätzen in Angel's Egg enthalten sind und ich hier lediglich versucht habe, die meinigen Impressionen deutlich zu machen. Schlussendlich kann ich dieses Video zu Angel's Egg doch nur Mamoru Oshii zitierend enden. Meines Erachtens liegt die Antwort in jedem einzelnen Zuschauer.